So, Tag 2 und mir ist gerade aufgefallen beim Duschen, dass es eigentlich so etwas wie Shampoo auch nur in Plastik gibt. Deshalb versuche ich jetzt eben eine Alternative zu testen und einfach mal Shampoo selber zu machen. Schauen wir mal, wie das funktioniert. Um Flüssigseife selber herzustellen, braucht man 15 Gramm geriebene Kernseife. Hinzu kommt 250 Milliliter warmes, aber nicht heißes Wasser. Nun die Kernseife und das Wasser gut umrühren. Momentan riecht die Seife nach gar nichts. Deshalb muss man 400 Milliliter Kokosmilch und 4 Teelöffel Honig zusammenrühren. Die Kokosmilch und den Honig werden jetzt mit der Flüssigseife vermischt. Nun gut umrühren und fertig. Jetzt kann man die Seife in ein Gefäß abfüllen und mit zum Duschen nehmen. Kurzes Fazit zu meiner Seife, die seht ihr jetzt hier in diesem Glas. Man muss sagen, es hat relativ gut funktioniert, obwohl ich es am Anfang echt nicht so dachte. Was man auf jeden Fall sagen muss, es schäumt auf jeden Fall ganz anders. Also eigentlich so gut wie gar nicht, im Vergleich zu anderen Shampoos. Aber der Geruch ist relativ gut und man muss sagen, irgendwie durch diese Kokosmilch finde ich die Haare irgendwie viel, viel ja, besser und irgendwie auch geschmeidiger an. Deshalb, ja, auf jeden Fall zu empfehlen, das auch mal nachzumachen.